Boah, das gibt's nicht. Du würdest also, ja gerne noch mal hinschauen für Elisabeth und Maria, oder? Ja, also du Michi, das können wir gerne machen, aber also der Humus. Also, der Humus. Der war ja richtig. Gedeiht. Erdig, du. Also bei mir gedeiht er ja mächtig. Also, waren da Zwiebeln drin, oder? Unter meinem weiten Gewand. Du hast ja immer noch die Adidas-Jacke an. Also da, ich habe ja nichts anderes dabei. Also, ach so. Hast du einen Koffer oder was? Mitgenommen. Ich habe ja so Baggy-Hosen, da passt ja einiges rein, wenn ich will. Ja, aber ist eine gute Idee, gehen wir halt nochmal zu Elisabeth. Ne, zum Haus. Wir wissen jetzt, wo es wohnt. Also ja. Das weiß man ja so nicht. Da können wir ja. Also würde mich echt immer interessieren, wie das weitergeht, die Geschichte. Wir kennen es ja nicht, Michi. Das ist ja das. Wir sind ja die Einzigen. Also wir könnten jetzt auch so tun eigentlich, als wären wir Propheten. Die dann sagen, warte mal, ich habe da noch ein Glas Wein mitgenommen, warte mal schnell. Oh, das ist aber Glühwein, du. Abstand, das ist schon warm hier, das ist die Hitze. Ja. Gibt es nichts anderes. Aber ich, also eigentlich irgendwie wäre es schon, ich bin so ein bisschen versucht, dass man doch die Geschichte ein bisschen abändert. Ja, also, soll man einen Stein einschmeißen? Nein, aber dass er irgendwie, dass er dann doch nicht Johannes heißt, weißt du? Ach so. Also der Jesus muss Jesus heißen. Ja, aber, ja klar, sonst wäre es ja, das wär, wenn das, er Steve heißen würde, das geht ja gar nicht. Na, das glaubt ja keiner. Aber nicht, dass dann Gott uns mit einem Blitz erschlägt oder so. Wie? Den? Ja, wenn wir da in Johannes auf einmal Thorsten nennen oder so. Thorsten Otto. Franz Xaver. Der Täufer. Aber es wär schon lustig. So, wenn Geschichte verändert. Ein bisschen, ne? Aber jetzt warte mal. Jetzt, ja. Hörst du das auch von vorne? Ah, da singt doch jemand. Das stimmt. Das ist doch. Ist das nicht der Maria, ihre Stimme? Kann das sein, die kennen wir, sind ja schon richtig ihr Best Friend schon klar, fast. Also, wie oft wir die schon belauscht haben mittlerweile. Die gute Frau. Aber ja, die sind ja wunderschön. Ja, komm, gehen wir mal. Komm. Ja, schauen wir mal. Stellen wir da ans Fenster, oder? Da. Ich glaube, die sind im Innenhof drin. Ach, im Innenhof, das sein? Da kann man durchgucken. Soll ich mich schnell hinknien, dann kannst du besser sehen. Du kannst auf den Rücken steigen, Michi. Ja, federleicht. Ja. Das wäre doch eine gute nicht, dass Sache. Ich, also bei mir ist es ganz schlecht, wenn ich bei dir. Ja, aber was, kannst du das verstehen, du erwähnt? Du tanzt so? Dazu. Oh. Erhebe meine Seele, erhebe den Herrn. Wie heißt das? Die Melodie? Mit der Melodie habe ich es immer nicht so. Das war so. Meine Seele erhebe den Herrn. Ja, was lasst denn du jetzt da die Maria aus? Ja, nee. Die hat doch nicht so schön gesungen. Ja, weil du halt so, weil du jetzt schon auf Orientalisch magst. Ja, das, wir sind ja, also wenn wir hier mit dem Orient sind. Stimmt, da sind wir ja. Soll ich mal weiter versuchen? Mach mal weiter, ja. Oh mein Geist, freut sich Gottes. Das war jetzt eher so katholisch. Das ist ja auch, also ich meine, hier ist ja quasi die größte vor die Katholiken. Das stimmt auch wieder, ne? Ja. ich muss ja das gescheit raushören, da. Die zieht es ja recht lang, da haben wir ja Zeit, das gescheit zu verstehen, ne? Die wiederholt ja auch alles. Ja, klar. Also, das ist ja auch gerade da. Also ich ziehe diesmal ohne Gesang, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Aha, die ist gar nicht eingebildet, ne? Ich habe das schon immer übrigens gesagt, Steve. Ja. Ich habe schon immer gesagt, eingebildet ist die nicht. Ja. Ja. Die ist wie der Moses, der hat ja auch gesagt, der war der Demütigste für alle. Genau. Also wenn man da nicht, da kann man ja nicht eingebildet sein, wenn man das schon so sagt. Warte mal, die nächste Zeile, die... Hat die da schon irgendwas vor der katholischen Kirche geahnt? Siehe von nun an werden mich selig preisen alle Kinder. Die hat doch Schwung im Rhythmus, du. War das jetzt gerade du oder war das die Maria? Nee, also ich habe es versucht natürlich so gut zu imitieren, ne? Ja, was? Und denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Das ist der Gott, oder? Ja, das muss ja Gott sein. Das muss Gott sein. Also Allah ist das nicht. Wer ist denn dann Gott eigentlich, ihr? Ihr Mann? Du was? Ist dann Gott ihr Mann? Ich meine... Von der Maria? Ja.
Weil er der Vater von Jesus ist. Ja. Und sie, du weißt ja eigentlich, warum die Maria hier so heilig ist. Das habe ich neulich einmal gehört in einem guten Interview. Ach was. Weil die nämlich schon auf die Stelle erhoben worden ist vor Jesus. Durch das, dass Gott sie erwählt hat. Hm. Deswegen wird die, ist die auch eine Heilige und darum dürfen wir zu der beten. Also ach Katholiken. So. Ja, na ja, wenn sie wollen. Ja, bevor das sagen wir dann später machen. Mal. Bevor sagen es, wir. Ja. Sagen wir mal, dass das lassen. Das können wir dann auch immer sagen, dann auch, dass wir die gesehen und gehört haben, so das demütig, wie sie war. Was hat es denn noch? Oh. Barmherzigkeit wäre für und. Was? Jetzt hm? Bist du in der Zeile verrutscht, die Maria? Wäret für und für bei denen, die ihn fürchten. Oh, jetzt wird es aber ein wenig ernst hier. Warte mal, ich sing's mal kurz ja. nach. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut. Die hoffärtig sind in ihren Herzen Sinn. Oh, das ist ja... Aber schön. Hast den Hund da hinten, der hat gleich mitgestampft, glaube ich, mit der Pfote. Das war ja ein richtiger Marsch. Das ist echt. Ich kann es einfach nicht so mitsingen. Aber er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Ja. Ich glaube, die hat richtig so eine Gottesoffenbarung gerade, oder? Die singt ja wie in Trance fast. Als ob der Heilige Geist ihr das so, eingeben würde. So als wenn es der Heilige Geist... Du meinst, das gilt auch noch für unsere Zeit zurück, wo wir wohnen. Meinst Gott stößt die Merkel vom Thron? Nee. Das ist, die geht selber. Die geht selber, außer ist ja Demokratie. Ach so, naja klar, Freunde. Die Maria, wir sind ja jetzt gerade hier in Diktatur. Nee, was ist das? Römisches Reich, ne? Römisches Reich, das waren aber auch. War ja keine Monarchie, ne? Das war schon sowas wie. Waren halt Herrscher. Naja, freilich. Das waren noch Herrscher. Ja, das nicht war nur, alles gescheit. Ja, keine nee. Kanzler oder Präsident, das waren Herrscher. Richtig. Richtig. Genau. Ja, jetzt. Oh, warte mal, jetzt singt sie. Das wird auch ein bisschen so. Für mich was. Oh, die Hungrigen füllt er mit Güter und lässt die Reichen leer ausgehen. Das ist schön. Das ist schön. Genau. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf. Atemlos. Nee. Das, ja. Entschuldigung. Das ist ja, also wie schön die singen kann. Die bräuchten wir mal fürs Lobpreisteam hier. Oder? Also. Ja, und ich muss sagen, die meisten Jünger ne? von Jesus, das waren ja Fischer. Das stimmt. Genau. Also da muss ich mal sagen, also wenn die in einem Lobpreisteam mitsingen wird, also sag ich mal, warte mal, wen sage ich denn da was für Lobpreisteam? Also zum Beispiel, jetzt sage ich mal so Urban Life Worship. Ja, also wenn die bei Urban Life Worship mitsingen würde, das wäre ja der Wahnsinn. Also da hätten die auf Spotify mindestens ein paar. Und vor allen Dingen die Tanzzeit auch irgendwie mit. Ja, richtig. Nicht nur im Kreis stehen. Nicht, oder hinterher wegen hochheben ja, und ja, zum rechts wippen. Da ist richtig was dabei. Ach du, jetzt habe ich schon gedacht, die packt doch noch vorne aus. Nee. Das war ihr Kopf, du. Ach so. Es ist doch ein bisschen warm jetzt. Ja, aber da wärst du nicht bei eurem Live mit dabei gewesen. Aber was hat es jetzt nochmal? Er gedenkt dem Barmherzigen und hilft seinem Diener Israel auf, hast du ja schon gesungen quasi. Mhm, was heißt quasi? Aber ich höre es nochmal und singst dann nochmal nach, warte mal. Wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Das war die Elisabeth jetzt, glaube ich. Die hat auch ein bisschen mit rausgesungen aus dem Haus, zweistimmig. Ja, und der Zacharias, weil der hat ja seine Stimme auch wieder gefunden. Ist das jetzt schon? Der Zacharias, also ist das jetzt schon? Stimmt, hat er seine Stimme überhaupt schon gefunden, der Zacharias? Ja, also ich glaube, das muss jemand anders gewesen sein, der jetzt da gesprochen hat. Ja, das stimmt. Vielleicht war es der Hund, der da hinten steht. Hat ja Gott schon Esel benutzt, die sprechen können? Ja. Dann war es wahrscheinlich noch nicht der Zacharias. Also... Mensch. Ja. Aber es war jetzt schon eindrücklich, wie die da gesungen hat. Das steht das eigentlich auch in der Bibel? Naja, also wir werden uns das jetzt nicht ausgedacht haben. Ja, das wäre nicht schlecht, aber
Naja, Maria ist doch Neues Testament. Das Neues Testament, das stimmt schon. Ja, das muss ja Offenbarung wahrscheinlich. Oder richtiger so. Gesang. Und ich glaube, also, weißt du was, wenn es nicht sowieso nahe kommt in die Bibel, dann sorgen wir schon dafür, dass das aufgeschrieben wird hier bei Luther und dem Herrn Elderfelder und wie er heißt. Ich denke, die machen das nicht in die Bibel. Wir helfen da einfach mal nach. Da helfen wir nach. Weil nachweisen kann es uns eh keiner, dass wir es nicht gemacht haben. Nee. Also ich glaube, das ist auch einfach so Marias Lobgesang. Ja, wir haben es ja uns jetzt merken können. Das sagen wir halt dann. Wer schreibt denn da so eine Bibel? Das haben, der Lukas, oder? Der Lukas könnte mal eine Bibel schreiben. Der Lukas, ja. Ja, dem sagen wir das dann schon. Das merkt das ja keiner. Vielleicht treffen wir den ja irgendwann einmal noch hier. Das ist super. Ja, dann bleiben wir noch ein wenig da, oder Michi? Ja, aber ich muss sagen, die Hitze und das viele Gesinge da, irgendwie, schreit für ein Mittagsschläfchen. Ja, freilich. Du, da hinten ist ein schöner Baum mit Schatten. Genau. Geh mal, vielleicht war da der Jona mal gelegen, ne? Vielleicht ist das der sogar. Aber der Baum ist noch eingegangen vom Jona. Wo ist er eingegangen? Der ist doch kaputt gegangen. Achso, ich dachte ins Gasthaus. in die Anal ist er eingegangen. Ja, aber dann gehen wir doch mal dahinter, Michi, oder? Gehen wir mal hin, ja, schau. Ja. Wenn was ist, ja, dann klar, wir merken wir schon mit. Schon. Ja.